Moin Leute, euer Re hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Replays, Resammelt. Genau. Apropos sammelt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Hab noch, und zwar vorletzte Woche, ein paar Sachen auf dem Flohmarkt. Da war meine Mutter da, meine Nichte. Deswegen war ich da nicht so, so aggressiv mit der Kamera unterwegs. Jetzt schaue ich gerade mal, wo. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben. Preismäßig. Wo haben wir's? Das kann sich nur um Stunden handeln. Da haben wir's doch. Und zwar, ich mach's ganz schnell, alles was in der Tüte ist. Zum einen diesen X-Shocker für die N64. Ein Memory Card Speicher und ein Rumble Pack in einem. Ich hab's schon ausprobiert, also das Speichern geht. Da sind auch noch die Original-Batterien drin, die waren sogar noch verschweißt und alles. Aber das Rumble-Pack scheint nicht zu funktionieren, warum auch immer, vielleicht, keine Ahnung, Third-Party-Schrott, keine Ahnung, aber für 1 Euro dachte ich nehme mit. Muss ich mal gucken. Genau. Ist alles so, ich muss das erstmal bilden. So, warte mal, DS Games hieß es hier. Da habe ich ein DS Game. Da habe ich den. Genau. Und zwar Castlevania für den DS. Castlevania Dawn of Sorrow. Und diesen Classic Controller in Gold. Sehr geil, den habe ich schon lange gesucht. Jetzt nicht unbedingt in Gold, aber Hauptsache diesen Controller. Und ich habe ihn mal für 7 Euro liegen lassen. Das war mir zu viel. Und habe jetzt diese beiden. Statt 15 Euro habe ich 11 bezahlt. Super Deal. Also, saugeil. Also, ich bin wirklich froh. Castlevania habe ich noch nicht gespielt, aber Castlevania nimmt man mit. Egal. Und für den Preis sowieso. So, dann haben wir... Wo war das? Ah, genau. Das war auch noch dabei in den 11 Euro. Das Worms. Open Warfare. Hätte ich schon mal Bock so, wenn das mal. Ja, mal gegeneinander zu spielen, wäre schon geil so auf dem DS. Aber wann hat man da mal die Chance, wann trifft man mal jemand, der das hat? Aber egal, Worms war schon immer geil. Also, wie gesagt, die drei Games und den Controller. So, ach ja, der Schocker hier, der war in einem anderen Paket, den zeige ich aber gleich nochmal. Und zwar. Genau, Link. Dann haben wir hier das. Wo war das? Das hier. Das hier. Und den Advance. Ja, also hier. Ding habe ich auch gefunden. Model Combat Shaolin Monks für die PS2 von 4 Euro auf 3 Euro. Zustand absolut top. Ja. Kein Knick, kein gar nichts. Kein Kratzer, null. Und wer es nicht weiß, das war das erste quasi Side-Scrolling-Adventure-Game. Also es war, da haben sie mal was anderes versucht. Ich habe es letztens angezockt. Ich fand es damals schon cool, ist immer noch cool. Hat auf jeden Fall was quasi Mario in Mortal Kombat-Style. Also wer das nicht hat, unbedingt in der Mortal Kombat in die Sammlung holen. Weil das boxt schon auf jeden Fall. Macht schon Bock für zwischendurch. Für 1 oder 2 Euro, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe es mir eigentlich auch nur mitgenommen, weil es ein Capcom-Spiel ist für die Original Xbox. Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Sagt mir nichts, aber ich dachte, ein Capcom-Spiel für 2 Euro nimmst du mit. Genau, dann hatte ich einen Tausch mit dem Herrn Nikolai Hilser. Der hat von mir die Anleitung bekommen für die N64, die Pokémon Edition. Und von mir hat er bekommen, also das hat er von mir bekommen und von ihm habe ich bekommen Blast Corps für die N64. Ich habe gemeint so, ey, mach mir einen Luftumschlag und steck da irgendwas Cooles rein und... Der hat mich zwar gefragt vorher, ob das in Ordnung ist, und ich so, ja, auf jeden Fall, komm, passt schon. Also, Blast Corps, ich hab das noch nie gespielt. Ich habe mir ein paar Gameplays angeschaut.
so wie ich es gesehen habe, man fährt rum und zerstört alles. Yeah, genau das Richtige für mich. So, dann, genau, Link, hier, GT, wo ist er? Genau. Dann bei einer Dame auf dem Stand. Für die Wii, Link's Crossbow Training. Metal Gear Acid für die PSP. Und Gran Turismo. Wo ich mich fürchterlich geärgert habe, weil es hat keine Story Mode. Also keine Karriere. Hat's einfach nicht. Hat zwar 800 Autos, aber was bringt mir das? Das wird wahrscheinlich in die Gewinnbox gehen. Am Samstag. Genauso wie das, ich muss mal überlegen. Freitag oder Samstag bringe ich das Video, ich weiß es noch nicht. Und diesen Advance, der funktioniert, hat keinen Deckel. Für zusammen. Sie wollte 18 Euro und 13 habe ich ihr gegeben für die Sachen. Ja. Also, wollte ich euch nochmal noch schnell zeigen, das habe ich im letzten Video vergessen. Aber egal. So, nun zum Gameplay. Ein paar haben sich schon beschwert, dass es so wenige Gameplays gibt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mache meine Videos eigentlich immer am Wochenende, also am Samstag und Rest der Woche muss jeder von uns wahrscheinlich arbeiten und dann faul auf der Couch liegen. Aber heute ist Donnerstag und heute habe ich frei bekommen. 6 Überstunden, cool. Und dann dachte ich mir, komm, hau mal ein Gameplay raus. So, und da fangen wir auch mal an. Und heute gibt es, wie ihr schon mitbekommen habt, Donkey Kong 64. Und ihr werdet es nicht glauben, habt das noch nie gespielt. War nie der, in meiner Jugend war ich nie der, also ich hatte nie eine N64. Ich hatte die PlayStation 1. Und das war mein Ding. So, jetzt schauen wir mal, was hier abgeht überhaupt. Ah, okay, können wir uns das Abenteuer... Sound, Multicon, keine Ahnung, Mysterien, keine Ahnung, Optionen. Stürzen wir uns doch gleich mal ins Abenteuer. So, Spiel 1. Spiel 2, Spiel löschen. Frei, nehmen wir das. Ja. Alles, was ich weiß, ist, dass für dieses Spiel ein Expansion Pack benötigt wird, was ich auch habe. Also, keine Sorge, alles cool. Schönes Intro. Ariel? Nein. Wow, ein Donkeyberg. Charles, du bist im Fernsehen. Charles arbeitet übrigens bei GameStop jetzt. Der Donkey Charles arbeitet bei GameStop. Mal schauen, was das für mich heißt in Zukunft. Was geht hier? Oh, 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 oh. Ist das die böse Burg? Okay. Ist das der von Inspector Gadget? Wie heißt der nochmal? Claw? Ja, mit einem kleinen Tierchen so. Der Claw hatte eine Katze, glaube ich. Man hat ihn auch nie gesehen, immer nur die Hand. Okay.
Oh shit. Die Titanic. Ganz schön langes Intro für ein N64-Spiel, oder täusche ich mich da? Aus wie Humor. Oh, der Krokodilkönig. Okay. I hope for your sake you're right this time. No. While you'll be busy looking for your precious golden bananas, flea-bitten friends, I'll be preparing my lizard-flavored supplies. Also irgendwie, so wie ich es verstanden habe, unsere Freunde wurden von dem Krokodilkönig gekidnappt und so weiter. Auch gut, der Dialog ist auf Englisch und die Titel sind auf Deutsch. Na gut. So, erstmal ein bisschen mit den Knöpfen Vertrauen machen. Schlagen, springen. Ah. First person. Schönes Haus. Das wird mir auch gefallen. Kreisch, dein wertvoller Bananenvorrat ist mitsamt den anderen Kongs verschwunden. Ich kann sie nirgends finden. Donkey Kong. DK. Besser du bringst Cranky die schlechten Nachrichten. Cranky ist der Opa, oder? Der alte kranke Bastard. Wow, wow, wow. Kann man die Kamera drehen? Ja, oder? Ja. Also man kann sie zentrieren, immerhin. Passt. So, dann schauen wir uns das mal an. Aber so sehr schönes Grün hier überall. Nein, Level-Design ist echt schön gemacht. Cranky's Lab. Da wollen wir hin, oder? Ich dachte, ich hätte gedacht, es wäre ein Side-Scroller. So wie sonst auch immer, aber es ist ein Open World. Donkey Kong. Oh, Münzen. Geht's hier doch nicht zum Opa? Nö. Verpisst euch hier, Flederpenner. Was ist das da oben? So, das ist nur die Lampe. Okay. Sah wertvoll aus. So, gucken wir nochmal auf die Karte. Also auf den Wegweiser. Rechts geht's nach Cranky's Lab. Dann gehen wir da lang. Achso, da ist okay, da ist unser Pfeil. Wow. Einfach aus dem Boden.
Oh, die Schmetterlinge. Crankys Labor. Na, wenn das nicht mein nichtsnutziger Sohn ist. Achso, ist unser Vater. Sakrileg! Er hat das nicht gewusst! Du hast wieder deine goldenen Bananen verloren. Und wo waren deine lausigen Kumpels? Du weißt es nicht? Stimmt's. Das riecht doch nach den Machenschaften der fiesen Echsenbande. Dein Glück, dass dir meine selbstgemachten Tränke das notwendige Geschick verleihen, dass du für dein lächerliches 3D-Abenteuer brauchst. Aber erst musst du durch die Trainingsfässer. Hau ab und komm bloß nicht zurück, bevor du damit fertig bist. Okay, dann hüpfen wir noch in die Trainingsfässer, würde ich sagen. Was meint Cranky mit Training? Donkey ist verwirrt. Okay, dann suchen wir mal diese Fässer. Was steht da? Banana Horde. Okay. Was passiert, wenn man ins Wasser springt? Juhu, kann schwimmen. Kann man auch tauchen? Ah, so kann man die Kamera drehen. Ah, alles klar. Kann man da nicht tauchen? Also ich weiß gar nicht, wie das im Tauchen geht, wenn überhaupt. Aber das lernt man bestimmt. Das werden wir bestimmt gleich in den Fässern lernen. Da waren wir schon drin. Da sind die Fässer. Dann wollen wir mal. Okay. Kreisch. Drücke A zwischen den Lianen zu hangeln und R um dich an einer Liane zu drehen. Drücke Z, um von der Liane abzuspringen. Okay. Oh, mit Zeit auch noch. Leck mich am Bobbes. Nein! Nein! Ah. Komm schon, du Affe. Spring. Hä? Hey, bin ich jetzt blöd? Schon. Das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Alter, warte mal. Ah, mhm. Ich schaffe es eh nicht mehr. Ich muss es sehen. Sorry. Ich lese es mir nochmal durch. Ich war ein bisschen zu schnell eben. I'm so sorry. Ja, ja, Zeit abgelaufen. Ja. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Komm, nochmal. Also. Drücke A, um zwischen den Lianen zu hangeln. Und R, um dich an einer Liane zu drehen. Drücke Z, um von der Liane abzuspringen. Alles klar. End again. So. Nein! Hä? Da stand doch auf A hangeln!
Komm jetzt. Ich bin zu blöd. Ich bin ernsthaft zu blöd. Ah, geht doch. Geht doch. Und schreien die nicht einfach, drück einfach A. Drück einfach A. Mein Gott. So, erstes Training absolviert. Jetzt komme ich nicht mal in die Fässer oder was? Oh. So, drücke B, um ein Fass zu heben und B, um es wegzuschleudern. Wenn du 5 Fässer wegschleuderst, kommst du weiter. Na gut. Das klingt leicht. Das war die 5., oder? Ja. Juhu! Sorry. Und zum nächsten. Sammle die Orangen, halte Z und drücke, um sie zu werfen. Wirf einfach 5 Orangen und du bist hier fertig. Hä? Was? Hä? Ach so. Ach so. Hä? Warte mal. Ha? Nein! So, und jetzt muss ich doch hier drücken einfach. Hä? Keine Ahnung, wie man die wirft. Das muss ich nochmal lesen. Endlich ein paar Gegner. Das müssen wir nochmal machen. Ja, ich weiß, ja. Nee, das müssen wir nochmal machen. Das machen wir auch nochmal. So. Kommt davon, wenn man zu schnell liest. Sammle die Orangen. Halte Z und drücke. Ah, okay, alles klar. Ja, 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 ja. So. Ah. Wow. Explosive Bananen, Orangen. Auch nicht schlecht. So, ein Fass haben wir noch. Und jetzt lernen wir zu schwimmen, wie ich es mir gedacht habe. Drücke Z, um zu tauchen. Habe ich doch vorhin. Halte A oder B, um schneller oder langsamer zu tauchen. Drücke Z. Und du bremst ab. Oh, die Kamera ist ein bisschen mies. Okay. War ja einfach, relativ. Womit da jetzt die Kamera ein bisschen missfiel. So, Beeilung, Donkey Kong. Los, hol dir den Trank von Cranky und dann
nichts wie weg. Danke. Dann aber zu Papa Cranky. Na, geh da rein, komm. So, jetzt gib mir den Trank, du alter Bastard, du. Und Donkey, erschöpft? Du hast wohl Tropenfieber. Was? Hier, der Trank oder irgendwas. Das habe ich zu langsam gelesen. Primatenpower. Kraftus Primaticus? Primaticus. Du und deine verschollenen Freunde können die Erde zum Beben bringen. Oh Gott. Drücke A, um zu springen, und Z, während du in der Luft bist. Nun weißt du auch, wie du hier rauskommst. Eine Sache noch. Ich habe etwas Nützliches für dich. Wenn du mir 15 Bananen-Medaillen bringst, so sehen sie aus. Und jetzt los. Versuch dein Glück. So, wo geht's hin? Boah. Wo? Ah, jetzt springen wir erstmal da drüben ins Wasser. Denn auf dem Boden war doch etwas. Genau, da sind Orangen. Ach so, ich kann nur 20 tragen. Na gut. So. Raus mit dir. So, wo geht's denn jetzt hin? Wieso? Was ist da? Wieso sollen wir da jetzt wieder hin, oder? Ich hab doch die Bananenmedaille noch gar nicht. Päh. Dir mangelt es an Talent, Donkey. Es fehlen noch 15 Bananenmedaillen. Ah, man kann es schneller machen, um eine tolle Überraschung zu erleben. Was stehst du noch herum? Bewege deinen Hintern. So. Wo soll ich hier Bananenmedaillen finden? Training Area? Nö. In dieser Höhle waren wir schon. Oh ne, hier waren wir noch nicht. Boah. Geht denn nix auf? Warum nicht? Warum geht das nicht auf? Ui, sorry Leute. Wie immer bin ich etwas müde. Jetzt gehen wir wieder in die Höhle. Hier waren wir, hier in dieser Höhle waren wir schon. Äh.
Ja. Bin jetzt blöd? Das ist das Labor, oder? Ja. Ah ja. Cool. Ich dachte mir, ich bin doch ein Affe. Und versuche nicht mal auf einen Baum zu klettern. Juhu! Sehr schöne Animation, muss ich sagen. Hat mir jetzt gut gefallen. Ah. Was ist das? Ja. Okay, ein Raum, in dem man nichts machen kann. Ah ne, halt. Hä? Was ist das? Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Kann ich da hochklettern? Nein. Kann ich da auch klettern? Auch nicht. Hä? Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Warte mal, was steht denn da? Banana. Howard. Horde. Hm. Wieder ausrutscht. Cool animiert. Okay, was war das jetzt? Wieso? Warte mal. Da sind doch noch mehr Bäume. Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Das ist unser Haus. Das war nix. Jo, dann Ach ja. Guter Rat ist teuer. Mir schläft die Hand ein. Der Controller ist ein bisschen. Ja, schön. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Soll ich mal den Miwo anrufen? Warte mal, ich versuche mal den Miwo anzurufen. Den Miwo. Vielleicht kann der mir helfen. Mal schauen, ob er rangeht. Komm schon, Miwo. Hallo, hier ist die Mobilbox von Michael Wohler. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Ja, servus, Miwo. Hier ist der Rhee. Es ist 17.17 Uhr und ich zock hier gerade Donkey Kong 64 und komm gerade nicht weiter. Also, falls du noch in den nächsten 25 Minuten anrufen könntest und mir helfen könntest, das wäre super. Adi! Scheiße. Wen kann ich denn noch anrufen?
Vielleicht den Jan. Den Dr. Lampata. Versuchen wir mal den. Ach ja. Komm schon, die sehen alle, ich rufe an und dann. Da gehen wir nicht ran. Warte mal, das. Oder vielleicht schläft er, das ist ja so ein Nachtschichtmensch. Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Ja, ich merk's. Jemand hat mir geschrieben, vielleicht war das der Mibu. Nee. Ich versuch mal den Herrn Steinbrecher. Ich versuch noch den Herrn Steinbrecher und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Komm schon, früher die Kids, die konnten ja auch niemanden anrufen oder Internet oder sonst was. Schon ein bisschen erbärmlich gerade. Servus. Servus, der Ree hier. Ja. Du bist gerade live in der Folge 38. Replays. Hast du geschlafen? Ja. Oh, I'm so sorry. Nur ganz kurze Frage. Bist du mit Donkey Kong 64 geläufig? Nicht wirklich. Ah, Mann, Alter. Noch nie gespielt, oder was? Nein. Okay. Dann wünsche ich dir noch guten Schlaf und sorry für die Störung. Danke, danke. Wo fahren wir, wenn du Zelda spielst? Okay, alles klar. Rein. Ciao. Servus. Servus. Oder habe ich wohl jemand aufgeweckt? Oh, das wird eines der langweiligsten Replays, Let's Plays, wie auch immer. Was? Way out? Way out. Da steht Way out. Way out. Also ein Weg nach draußen. Da war ich doch schon drin. Ja, ja, hier, ich weiß doch, aber wie geht das auf? Das gibt's nicht. Mensch, Mivo, jetzt lässt du mich aber im Stich hier. Ich versuch nochmal den Mivo anzurufen. Ich weiß, ich kann nerven, aber nur mit Nerven kommt man ans Ziel. Komm schon, Mivo. Ah, hat sich erledigt. Wie habe ich das gemacht? Ah, springen und Z. Also, jetzt haben wir fast 40 Minuten gebraucht, um etwas zu schaffen, was andere in 10 Minuten geschafft hätten. Er ist zurück, Donkey Kong. King K-Rules Insel liegt gleich da drüben. Sicher steckt er hinter dem Bananenklau und der Entführung der anderen. Ich habe mich kurz umgesehen. Die Insel mit der Höhle da hinten ist die einzige Stelle, die nicht blockiert ist. Dann gehen wir dahin. Okidok. Raus mit dir! So. Okay, was geht hier? Mal kurz umsehen auf dieser Insel. Hier geht nichts. Ein Gegner? Yeah, endlich. Aber ich hasse Wassermelonen. In echt. Noch einer. Voll den Kick. Oh. Finde die Platten mit der gleichen Zahl. Ein Moment.
Hallo? Ah, der Mivo. Ja, der Mivo. Ja, du bist gerade live in Replays Folge 37. Ich zock hier gerade Donkey Kong 64. Nein. Doch. Und ich hab's nicht aus dem Anfangsdings da geschafft. Also ich hab's jetzt mittlerweile geschafft, aber ich hab rausgefunden, wenn man in diese eine Höhle geht und diese Plattform auf dem Boden ist, dass man da so ein. Ja. Ich dachte mir schon, ich muss mich da draufstellen oder irgendwie einen Salto-Sprung, aber ich wusste ja nicht, wie das geht, aber aus Zufall habe ich es dann rausgefunden. Ja. Hast du das früher immer gemacht? Irgendwie durch Zufall hat es dann nachher geklappt? Ja, genau, deswegen. Ich dachte, ich ruf dich nur an, weil ich habe jetzt 40 Minuten gebraucht, um das rauszufinden. Nein. Du kannst ja rausschneiden. Sonst wird die Folge ein bisschen lang, wa? Ja, die wird sowieso eine Stunde gehen wahrscheinlich. Weil, weil heute ist Donnerstag und ich habe überraschend frei bekommen und ich dachte, weil ein paar schon gemeint haben, so ey, du machst so viel Flohmarktzeug und so wenig Gameplay und so, da dachte ich, okay, weil ich lade das jetzt auch gleich hoch und alles live und bla und überhaupt und ja. Du willst das gleich hoch oder wie? Ja, also ich spiele es, ich habe jetzt noch genau 20 Minuten oder vielleicht mache ich ein bisschen länger, mal gucken und dann schneide ich das schnell und lade es hoch. Geil. Ja. Man stellt es dann online direkt oder? Ja, heute noch. Heute. Kommt alles heute. Ja. Geil. Ja, deswegen, dann zocke ich hier mal weiter und danke für den Rückruf. Erstmal. Ja, ich war gerade unten im Keller. Ich habe noch Sachen rausgesucht. Ich bin gerade dabei, eine Softbox selber zu bauen. Oh. Eine Softbox, ja. Okay. Ja, für die Beleuchtung. Weil okay. Das fällt mir in letzter Zeit nicht wirklich. Ja. Ja, Alter, übrigens, coole neue Kamera. Ja. Ja, ist das eine Spiegelreflex? Ist eine Spiegelreflex und ich muss mit dem Fokus ein bisschen irgendwie aufpassen, weil, so wie ich das letzte Video jetzt gemacht habe, ich habe da hinten im Hintergrund so eine Shiggy-Trinkflasche. Ja. Da scheint irgendwie das Gesicht von dem Shiggy immer als menschliches Gesicht zu erkennen und zoomt dann immer auf, also fokussiert das hin. Ach so, kannst du nicht auf manuellen Fokus einfach einstellen? Ja, mache ich eben. Ich bin ja noch am Ausprobieren damit, das war ja das zweite Video, also. Ja, das schafft, das kannst du nochmal am Objektiv selbst. Kannst du das nochmal einstellen. Deswegen. Ja. Na gut, aber dann zocke ich hier noch ein Viertelstündchen und ich melde mich später nochmal bei dir, wenn du willst. Ja, klar, hau rein. Okay, alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Mivo, meine Damen und Herren, der Mivo. Checkt seinen Kanal, M-I-W-O. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Kann man hier eigentlich ins Wasser? Kann man bestimmt, oder? Geil. Ist ja voll Open World. Boah. Oder ist, glaube ich, so eine Bananenmedaille oder sowas? Nee, das ist dieses Fass wieder. Okay. Vorhin hat es, glaube ich, erklärt, der Vogel. Was man da machen muss. Scheiße. Hä? Ach so, man kann die Charaktere hier wechseln. Alles klar. Die spielt man dann bestimmt frei. Gut. Dann guck ich mal, was da drüben los ist. Aber ich sehe schon ein Spiel, das mir echt gefallen könnte. So gefallen wird, gefällt mir jetzt schon, ist echt nice gemacht. Kommt man da hoch? Nein. So, der Mivo war also im Keller, sich eine Softbox bauen. Für alle, die nicht wissen, was eine Softbox ist, das sieht man immer auf Filmsets, auf kleineren Sets zum Beispiel, oder bei Interviews oder so. Das sind diese großen Licht, wie soll ich das erklären? Lichtboxen, ja, mit so weißen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Warte mal. Auf diese Insel muss ich. Ja, bitte.
Ja. Ach Gott. Ja, die Freundin hat auch frei. Oh. Ach so. Ein bisschen dunkel hier. Oh. Das Wetter schlägt um. Ist ja krass. Oh, ein Gegner. Minuten. Ich habe den ersten Gegner mit einer Orange zerstört. Okay, wie komme ich da hoch? Warte mal, von hier bin ich gekommen. Hä? Ich muss da irgendwie hoch. Oder? Aber von da drüben sind wir gekommen. Und da sind wir gekommen. Da ist auch noch was, sehe ich gerade. Was ist das? Was ist das? Ach, komm schon. Ah, das ist so eine Bananenmedaille. Ja, wie komme ich da ran? Dreh dich halt um. Nö. Teleporter. Ach so. Okay. Aber ich versuche mal was. Okay. Man muss wohl erst die Teleportstellen finden. Aber dann gehen wir mal da rein. Big Bad Mama. Buhuhuhuhu, oh hallo. Bin Kay Lumsy. Man hat mich eingesperrt, weil ich mich weigerte, ein kleines Inselchen zu zerschmettern. Wie hätte ich das tun können? Eine so zauberhafte Insel voller putziger Äffchen. Also habe ich Nein gesagt, schnief. Kay Rule sagt, ich sei ein Softie und müsse hier sitzen. Bis ich ein richtiger, harter Bursche bin. Hast du gehört, Gier? Was stand da noch? Fuck! Okay. Hey, kleines Äffchen. Vielleicht hilfst du dem armen Kay Lumsy zu entkommen. Bitte, bitte. Ich werde dein bester Freund. Okay, und wie? Klar doch. Klar, Donkey hilft Clumsy. Jetzt muss ich da 6 Schlüssel finden, oder was? Eine Bananenmedaille, sehr schön. Dann holen wir uns die gleich. Oh, Kay Lumsy ist sehr froh, aber Kay Rule hat die Schlüssel dieses Käfiges seinen besten und berüchtigsten Kämpfern gegeben. Wenn du irgendeinen Schlüssel erhältst, bring ihn bitte sofort hierher, um die Schlösser zu öffnen. Verrate Kay Rule bloß nichts, das bleibt unser Geheimnis. Nö, ich geh da jetzt gleich hin und sag so, ey, befreie deinen Kroko-Typ. Mal schauen, ob in der Höhle irgendwas geht.
Was macht der für Geräusche? Onanierst du etwa? Suchen wir Schlüssel. Was geht hier? Was ist das? So. Wie kann ich das aktivieren? Nö. Also da drüben, glaube ich, war doch das, hat er doch diese Banane frei gedingenst. Ja, da ist sie schon. Ah, der Jan hat auch angerufen, sehe ich gerade. Jetzt ist zu spät. Danke, danke. War das eine Bananenmedaille? Von denen brauche ich ja 15. Und was da drüben geht. So, da braucht man bestimmte Gegenstände oder was? Was ist das? Die Insel der unsichtbaren, nicht unsichtbaren Gegenstände. Okay, hier geht gar nichts. Oder? Nö. Okay, da waren wir eben. Da waren wir auch, aber ich muss irgendwie da hochkommen. Da waren wir. Halt, wo sind wir jetzt? Ah ja. Ich muss da hochkommen. Probier das nochmal. Nee, ich dachte, da können wir vielleicht. Oh, was ist das? Ach, schon wieder dieser Penner. Ha! Aha. Nö. Wie komme ich da hoch? Spawnt immer wieder. So. Was sagt die Uhr? Fast eine Stunde.
Da würde ich so sagen, ich erlöse euch von meiner, von meinen No-Skills hier und schreibt mir ruhig so, was auch immer, entweder ja cool, ja, oder gib mir Tipps, was ich hier noch machen muss, oder wow, erstmal wegrennen, oder spiel das bloß nicht, nie wieder, es, schreibt was ihr wollt, wenn ihr wollt, ja. Dann würde ich sagen, denkt dran Leute, Freitag oder Samstag kommt das Gewinnspiel-Video. Wahrscheinlich eher Freitag. Und da kommen noch ein, zwei Sachen rein, die zeige ich euch aber dann. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und hoffe euch doch bald wiederzusehen. Und ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht heute. ja, also in diesem Sinne, Leute, schöne Woche noch. Euer Reed.